Freunde der Sonne, es ist Freitag, der 14. Dezember 2012. Das letzte Freitag ab 1 dieses Jahr aus Berlin. Viel passiert diese Woche noch und darüber reden wir jetzt in aller Kürze. Erstens, ich hatte versprochen, mich mit der Deutschen Bahn zu streiten wegen der schlechter gewordenen Zugverbindung. Habe ich versucht, haben die mir aber gesagt, also mit dem ICE ist das wie folgt, wir haben zu wenig Züge. Und die brauchen wir im Kernnetz des Intercity und da ist Rostock zu weit weg und deswegen muss der Zug früher fahren, damit er schneller wieder im Kernnetz ist und dann abends auch wieder nach Rostock fahren kann. Das ist eine Aussage, die hat einen gewissen Gehalt an Glaubwürdigkeit, dass die Bahn zu wenig Züge hat, das traut man ihr zu. Ist halt ein super gut geführtes Unternehmen, das perfekte Lieferverträge mit super zuverlässigen Zulieferern abschließt. Sarkasmus off. Die zweite Geschichte war dann die Frage, warum die Regionalexpresszüge, die durchfahren sollten, nicht mehr fahren. Da hat mir dann die Deutsche Bahn gesagt, naja, das liegt jetzt nicht wirklich an uns, weil angeboten hatten wir es. Dazu muss man wissen, dass diese Regionalexpresszüge von den Ländern beauftragt werden. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat aber gesagt, nö, Regionalexpress, jetzt brauchen wir nicht und hat den abbestellt. Ich habe dem Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern dazu einen Brief geschrieben und bin mal sehr gespannt, was er antwortet auf die Aufforderung, dass das Land diesen Zug doch bitte wieder bestellen soll. Dann hatten wir ein weiteres Thema im Bundestag diese Woche, das ist das Mietrechtsänderungsgesetz. Es ist wirklich beeindruckend, mit welch unverblümter Offenheit die FDP eine Verschlechterung des Mieterschutzes durchzieht, komplett und nur zum Vorteil der Vermieter. Es sind künftig Mieterhöhungen um 11% möglich, wenn der Vermieter sagt, dass er eine energetische Sanierung gemacht hat. Und während man ja normalerweise während einer Baumaßnahme die Miete auch ein bisschen kürzen kann, ist das künftig verboten. Wenn der Vermieter sagt, das ist eine energetische Sanierung, dann darf 3 Monate lang die Miete trotzdem nicht gekürzt werden. Obwohl nebenan der Hammer von morgens um 6 bis abends um 8 Krach macht, darf die Miete dann nicht mehr gesenkt werden. So eine skrupellose Klientelpolitik, das ist wirklich unfassbar, hat aber den Bundestag mit den Stimmen von Union und FDP passiert. Ein weiteres Thema noch diese Woche, natürlich die Abstimmung zum Einsatz deutscher Soldaten in der Türkei, also die Patriot-Raketengeschwader. Die Linke wird dagegen stimmen. Ich glaube, dass es richtig ist, dagegen zu stimmen, weil wir uns dort zu einer Konfliktpartei machen. Und das ist, denke ich, nicht schlau. Jeder, der Waffen hinstellt, selbst wenn es nur Defensive sein sollen, macht deutlich, dass er bereit ist, Waffen einzusetzen. Und ich glaube, was dieser Konflikt momentan nicht braucht, ist die Bereitschaft zur Eskalation. Und deswegen stimme ich gegen die Stationierung deutscher Truppen in der Türkei mit Patriot-Raketen. Und letzter Punkt für heute. Auf meiner Internetseite www.bokhan.de findet ihr seit ein paar Tagen einen Reiter, wo Spenden draufsteht. Da sollt ihr nicht zuerst an mich spenden, das könnt ihr auch immer gerne machen, das Geld für den Wahlkampf wird immer gebraucht, sondern viel besser und viel wichtiger, ihr findet dort die Kontaktdaten zu ein paar Vereinen, die es wirklich nötig haben, die eine gute und wichtige Arbeit machen, insbesondere im Bereich des Sozialen und für die keine große Zeitung oder Radiosender oder sonst was aufgerufen hat, Spenden zu sammeln. Also machen wir das und guckt doch mal bitte nach, ob ihr nicht vielleicht 20 oder 2000 Euro für die Vereine übrig habt. Irgendwas in dem Bereich, mehr geht immer. Ich wünsche euch, wenn ihr ihn mögt, einen schönen dritten Advent und es bleibt dabei, Finger weg vom Glühwein. Tschüss, tschüss.